Hallo, grüß euch. Wieder ein Haul, obwohl ich schon gesagt habe, ich kaufe nichts mehr. Aber beim letzten Haul habe ich ja gesagt, es kommt noch was. Und das ist jetzt gekommen. Hier haben wir ein größeres Packerl, hier kleinere. Aber beim letzten Haul habe ich euch ja das zerquetschte Packerl gezeigt. Und was mir jetzt stutzig macht, das ist auch ein Lego-Set. Das ist jetzt noch dünner. Das ist jetzt noch dünner als das letzte. Also es sind Steine drinnen, da haben sie, glaube ich, komplett die Verpackung weggelassen. Ist auch von Warehouse wieder, das ist auch von Warehouse. Aber jetzt machen wir das einmal auf und schauen einmal rein. So, das letzte Mal war das ziemlich laut. Ich werde das jetzt ein bisschen leiser machen. Und wenn man das so extrem aufreißt, ist es laut. So, jetzt bin ich echt gespannt. Okay. Okay, genau. Das habe ich ja auch bestellt. Na gut. Schaut um, schaut her. Es sind Polybags. Okay. Na dann kann es so drin sein. Polybag. Das hat mir echt gefallen. Die Vogelscheuche. Polybag. Weil eine so einsam ist, habe ich es mir zweimal geholt. Okay, ich habe mir echt schon gefürchtet, dass da überhaupt keine Verpackung mehr ist und nur mehr die Steine drinnen liegen. Egal. Hier haben wir dann ein bisschen ein zerquetschtes, aber ich glaube, das Backerl ist eh nur bis hierher. Vielleicht habe ich Glück. Es ist wieder vom Warehouse mit einem schönen Rabatt. Oh, es ist genauso zerquetscht wieder. Auch wenn ein Papier drinnen ist. Na, Alter! Das ist komplett zubiegt. Es ist nicht so zerquetscht wie das andere. Okay, das ist die Rückseite. Die Vorderseite. Die Vorderseite ist schön, aber es ist natürlich extrem zerquetscht. Da schauen wir dann gleich nach, wie viel ich mir hier erspart habe. Beim letzten, wenn ihr das letzte Haul, den letzten Haul das letzte Mal gesehen habt, dann wisst ihr ja, wie viel ich mir erspart habe, da ich es bei Warehouse, also über Amazon Warehouse genommen habe. Ich kann die Schachteln fast nicht anschauen. Also es ist für mich eine Qual. Ah, da ist es sogar offen. Da ist es offen. Aber ich schaue auf jeden Fall rein, ob's. Also ein schickes Eckler zurück und da. Okay, der Bogen ist schön, nichts verschnudelt. Das ist ganz wichtig. Weil auch wenn ich mir was erspare, soll es ja trotzdem schön sein. 1, 2, 2, so wie beim letzten Mal hat es gepasst. Jetzt schauen wir dann rein, wie viele Sackerln da sind. 1, 2, 2, passt. Das 1er Sackerl, die Kleinteile, die 2er Sackerl, die 2 ist dann das Fluggerät. Das Viech, keine Ahnung, was für Viech das ist. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ich bin zwar Avatar-Fan, hab den zweiten Teil gesehen, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Warte mal, steht das da wo? Was? Skimwing? Skimwing? Adventure. Skimwing. Die Figuren sind dabei.
Tonowari, Jake Sully. Okay. Der Jake Sully ist, glaube ich, ja der Sohnemann, ne? Vom Sully. Ja, ich habe den Film auch noch einmal gesehen. Keine Ahnung. Ja. Okay, also das Set ist einmal wieder in Ordnung, obwohl die Schachtel extrem ausschaut, aber nicht so wie die letzte Schachtel. Die Vorderseite ist okay, die Hinterseite, warum sie auch immer, vielleicht waren da Risse, keine Ahnung, warum sie das so extrem zupickt haben, keine Ahnung, wurscht. Okay. Ah ja, jetzt wollte ich nachschauen. Moment, ich schaue schnell nach, wie viel ich mir erspart habe. Das will ich auf jeden Fall wissen. Also regulär. 14,15 Euro. Okay. Wahnsinn. Okay, darum habe ich zugeschlagen. Ja. 14 Euro billiger. No. Na, da, das Koordinate-Set, da schaue ich hinweg über die Schachtel. Wurscht. Ich werde es da ein bisschen ausbiegen. Ah, das geht schon. Da werde ich es ein bisschen zusammenbiegen und dann kommt das ins Regal rein und fertig. Und innen ist ja alles okay, die Sackerln sind alle zu. Es ist ja alles original. Super, aber 14 Euro gespart. Okay, jetzt kommen wir zum großen Packerl. Ein Set von dem zweiten Teil habe ich nicht bekommen, weil da hat es keine gescheiten Aktionen, also Rabatte gegeben. So, vorsichtig aufschneiden. Darum habe ich eines nicht. Oh. Die Gutscheine, die da aufploppen. Aber das ist nicht, schaut nicht so schlecht aus. Es ist hier. Oh Mann. Oh Mann. Aber es ist so im Gesamten, wenn es das nicht so zerdrückt. Da haben sie mal wieder ein Pickel aufgepickt. Schauen wir mal, ob wir das runterbekommen. Obwohl es ja original ist. Ne? Es ist ja innen alles okay, aber ich mache das auf jeden Fall auch auf und schau rein. Nicht, dass da irgendein Sackel offen ist. Also die Seite ist schön, alles schön, super. Aber das ist halt dann komplett und ich schätze, dass das halt irgendwie bei einer Lieferung. Aber man könnte das ja schöner zusammenbicken, das ist einer scheißegal. Aber boah, Treber mit dem Big Bundle da. So extrem. Ich weiß nicht. Schauen wir rein. Vorsichtig. Das möchte ich dann auf jeden Fall schöner zusammenbicken. So brutal zusammenbicken, das hätte man natürlich auch schöner machen können. Aber die das wahrscheinlich machen, die haben wir mit Lego nichts am Hut. Weil der Deckel ist ja eigentlich schön, das ist ja, das hätte man nur normal zusammenbicken brauchen. Aber die Dinger, die sind eingedrückt, die zwei, das ist wie schon geöffnet. Na, schauen wir mal. Ja, vielleicht war das auch schon irgendwo, das ist geöffnet worden und dann wieder zurückgeschickt worden. Aber dann mache ich es nicht auf. Warum mache ich es dann auf? Wenn ich es nicht baue. Okay. Na, das ist eh original. Ich habe schon geglaubt, das ist selber eingepackt. Da ist noch was. Ah, ganz wichtig. Das ist auch noch schön. Das ist besser, ich kontrolliere das jetzt auf jeden Fall, weil
Nicht, dass das dann nicht passt und ich kann es dann nicht mehr durchschicken. Aber es ist auf jeden Fall alles schön. Original und zu. Die Bauanleitung ist auch wunderschön. Alles Paletti. Alles Paletti. So, das packe ich dann nach dem Haul wieder ein. Sonst wird der Haul zu lange. Ich will nur kontrollieren, ob die Sets okay sind. Und ob ich sie zurückschicke oder nicht. Und was ich mir erspart habe. €29. Ich meine. Und das ist aber alles super drinnen. Es ist die Schachtel, die ist halt kaputt. Wobei die noch schön ist. Weil wenn ich die jetzt zum Beispiel ausbiege, dann schön wieder zupick, ist das ja eigentlich eine schöne Schachtel noch. Nein, das kann ich mir auch. Das fast €30 erspart. Ich meine, passt. So, und jetzt kommen wir zu dem. Der ist so genial. Aus dem Set, also mit dem, wie heißt der, Bayakan oder der Tulkun. Also ist der Tulkun wahrscheinlich, ne? Das ist der Tulkun, wahrscheinlich, ne? Wieso ist da ein Sackel drüber? So, jetzt bin ich gespannt, was da ist. Ah, da ist außen ein Spickel drauf. Sehr gut! Da haben sie eine Hülle drüber, haben sie das, was bei den anderen Sets direkt auf die Packung gepickt haben, haben sie da einen Außensackel. Das ist sehr gescheit. Die Schachtel ist äußerlich einwandfrei. Wieso ist das bei Warehouse? Da ist ja nichts. Das ist ein Original zu, komplett. Da ist nichts. Das ist genial. Also das finde ich super. Und was habe ich jetzt gesagt? Jetzt weiß ich nicht, was ich gesagt habe. Ah ja, das wollte ich sagen. Piratensteinchen. Baut aus dem, zumindest das Set halt hergenommen und hat baut einen Mock. Schaut's bei ihm vorbei, Piratensteinchen. Genial, ich bin schon so gespannt. Wir ist Unterwasserwelt, da schauen wir auf jeden Fall ein paar Sachen ab. Seine Bautechniken, was er so macht, ist genial, gefällt mir. Und der muss auch irgendwie integriert werden in meiner Unterwasserwelt, auf jeden Fall. Aber da habe ich noch Zeit, ich habe noch andere Projekte vorher. Okay, jetzt schauen wir nach, was hat der gekostet? Regulär hat er gekostet. Alter, 99,99, also 100 Euro. Fast €36. 35,80. Irgendwas. Fast €36 gespart. Und das ist eigentlich ein Nichts beschädigt. Ja, das ist komplett original zu. Das ist komplett zu, da ist nichts offen. Nur irgendwas übersehen? Nein. Genial. Genial. Okay. Dass der Hall nicht zu lange wird. Ja, da hinten ist auch noch ein Packerl gekommen. Ich habe mir so Regale bestellt. Eh schon länger. Aber jetzt habe ich es endlich einmal raufgetragen. Weil es sau schwer. Das sind zwar so Hochregale, so ein Zweierpack. Und das muss ich auch noch aufbauen, damit ich wieder Lego unterbringe. Ja, ihr habt es gesehen. Aber ich glaube, so, und jetzt habe ich auch nichts mehr bestellt, glaube ich. Es sollte auch nichts mehr kommen. Das war jetzt quasi für längere Zeit der letzte Haul. Aber die nächste Zeit wird jetzt nichts mehr gekauft. Ich habe jetzt so viel Sets. Ja, wurscht. Brauchen wir nicht so viel mehr dumm quageln.
Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und lasst mir ein Abo da, ein gratis Abo. Haut auf die Glocken, dann verpasst ihr nichts mehr, weil es kommt jetzt der Content nacheinander. Ich habe so viele Sets, so viele zum Vorstellen und. Shorts, Reviews, Videos, Streams und so weiter. Schaut's vorbei und haut auf die Glocken. Und lasst mal ein Like da. Und schreibt mal einen Kommentar. Ist zwar jetzt viel auf einmal, aber ihr kennt euch aus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es nutzt und mich ein bisschen unterstützt und vorbeischaut. Tschüss, pfiat euch, Baba. Das war's.